Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Castelnau, den Lorwon-Krimi. Ja, der macht sich in Ness. Der macht sich Ness in 942. Heiliges Blende, ich glaube, das wird kein Spaß hier. Der macht sich ins Hüßchen und der Wagen ist noch nicht mal voll. Da. Ich sehe die Pickup-Pony. Ich glaube, wir müssen das nächste Mal von der anderen Seite hochfahren. So macht das gar keinen Sinn. Der macht er sicher unglücklich. So. 9,42, ne? Wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal an mit Ladewagen fahren. Wir müssen ja gleich noch schwaden. Das wird voll gepresst kriegen. Aber ich wollte jetzt erstmal anfangen hier. Dass das so langsam vor sich hin dümpelt. Damit wir hier auch vorankommen. Ne? Wir fahren gleich von der anderen Seite hoch. So wie ich gerade gefahren bin, das macht keinen Sinn. Falls wir überhaupt hier den Berg hochkommen, ist die zweite Frage. Ja, ich glaube, wir machen erstmal morgen leer. Alles andere macht keinen Sinn. Der Wagen ist eh fast voll. Schickram, Schickram, du. Die Steigung hier, du. Sollte man nicht außer Acht lassen. Oder auch verachten. Wenn der sie jetzt schon lassen, ne? Wie soll das denn dann erst noch werden? Komm, wir machen ihn leer. Ist zwar nicht voll, aber. Alles andere ist sinnlos. So, irgendwann Schlappen wieder richtig antrecken. Ne? Das Heu kann dann jetzt eh so auch ein bisschen trocknen. Bevor es dann gleich zum Schwaden geht. Ja, ist ein bisschen hell hier in letzter Zeit. Ne? Aber das macht so der Real Light Mod. Kann ich leider nichts dran ändern. Für jeden Spiel. Na, passt. Sind wir Kollege? Jetzt mal ganz ehrlich. Wie hast du dir gedacht, soll das jetzt hier werden? Ah, er fährt. Den habe ich gar nicht gesehen. Irgendwas stimmt hier mit den Planes nicht, oder? Wird meine Spiegel weggehen? In der Wasserplane da, ne? Gehe ich wohl stark von aus, ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so bewandert im Mod. Sind wir ganz ehrlich, das geht mir auf die Zünder hier. Da bin ich ja ganz ehrlich, sehr schön und gut Verkehr, ne? Aber wenn ihr nur stört. Tut mir leid. Das ist ja um nichts Halbes und nichts Ganzes. Schön. So, ich glaube, wir sollten lieber von der anderen Seite drauf fahren, ne? Oder kommen wir von hier noch dran? Ja, sollte auch vielleicht auch von hier klappen, ne? Drücken die Schuhe da mal eben ins Silo. Wofür wir das Silo sehen. Sie mischte. Dann machen wir es halt so. Kein Problem für uns. Das ist doch kein Problem für uns. Warum nicht nutzen, wenn man es kann? Ganz einfach. Zu schnell, ne? Ist Wurm drin, juhu. Abfahrt. Und Drack. Ein bisschen was zu tun. Ich gebe
hier auch ein bisschen was, ne? Aber das ist auch ganz gut so. Dann müssen wir auch dann noch ein bisschen mehr räumen. Weil das bisschen, was wir da jetzt haben, das wieder bei weitem nicht reicht. Ich hab gesagt, wir fahren von dieser Seite diesmal, ne? Sicher ist sicher. Hat er von dem Einsamer da? Macht er nicht, ne? Doch hat er 6 krumme Cores. Feuer frei! Auf zu den luftigen Hügeln! Hey, Sekundärschiff. Sind noch größer da aus dem Ladewagen nicht? Nee. Dann kommst du den Weg gar nicht mehr hoch. Hat wieder Spaß. Nicht. Oh, das ging besser, ne? Da hinten haben wir uns hier so rumgequält. Da müssen wir auch noch Kalkon. Da müssen wir noch mal zum Überlader gucken. Sollte man nach den Dingern da gucken. Ein Bäumchen in Ehren kann keiner verwehren. So. Hopp, hopp. Gib Schubrakete. Jetzt bin ich in mein Mikro hier rumgetütert oder was? Nee, ne? Ja, genau. Bip, 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 du, du. Schieben wir ihn zurück, wenn es geht. Damit wir da gleich passend hinkommen. Rückwärts geht alle Morgen, ne? Vorwärts ist das Problem. Speed aufnehmen. Gibt kein Gas, ne? Man rollt sich so durchs Leben. Krass. Wir müssen aber auch kämpfen hier mit den Ladewagen. So, wie ist es? Haben wir den Schwert auch schon eingesammelt? Nehmen wir noch ein bisschen von dem mit, solange wir fahren können. Diese Wagen auch ein bisschen voller wie nicht viel, aber es ist immer was drin. So, machen wir den eben wieder leer, können wir auch gleich besser fahren.
ist aber auch ein bisschen kriminös, ne? Was passiert eigentlich, wenn du zwischen den Brettern lang fährst? Was probieren möchte ich es ja nicht. Ist immer eine Ausfahrt hier. Waldschlepper, ich habe noch nicht mehr so ein Ding zum Verfestigen. Silo-Walzer besitze ich gar nicht. Muss auch noch mal organisieren. Guck mal, ich stehe die ganze Zeit voll auf dem Pin, der kommt gar nicht in die Tüte hier. Wenn die nicht zwei Welten treffen aufeinander. Die Nicht-Könner-Welten. Sehe so viel. Oh, nix. Ja, könnte passen, ne? Nicht wirklich, aber könnte passen. Oder auch nicht. Zu dem Wagen der Korde. Danke, Autosave, wenn nicht nötig gewesen. Dann ist klappen, ne? Jetzt sagen wir sehr viel, weil ich zurück kann. Sie nischte. Geh noch 5 Meter, wa? Ja. Das passen, ja. Der war bestimmt total kacke abgeladen, ne? Was habe ich gesagt? Viel zu langsam. Machen wir jetzt das Türchen zu, ne? Damit wir auch wieder zur Fläche kommen. Ab vor. Guck mal, du gockelst auf der Leiter. Hast du gesehen doch? Oh, nicht schlecht. Wie hat sich meine Kamera da schon wieder verstellt, oder? Bin ich irre. Schade, da wieder dran rum, die Tüte da. Ja, und langsam hier rollen, ne? Jetzt geht hinten den Stein stehen lassen. Upsi. Den Mittagessen. Jetzt mit die Bicker, wollte ich sagen, ne? Und dann waren im Kopf die Worte nicht da. Schlimme Moment. Da läuft der Bill. Können wir erstmal hier oben jetzt ein bisschen wegsammeln? Gleich sehen, dass wir irgendwie mal so eine Silo-Walze anschließen können.
Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!